Warum sind die meisten Menschen nicht erfolgreich? Ich habe immer drei Gründe gesehen. Erstens, die meisten wollen es gar nicht. Wenn es jemand nicht will, kann man nichts machen. Die meisten wollen es schlicht und einfach nicht. Die zweiten fangen gar nicht erst an. Die wollen vielleicht, aber fangen nicht an. Und die dritte Gruppe hält nicht durch. Wenn Sie heute hier sind, ich habe gesagt, da haben wir etwas gemeinsam, dann deshalb, weil Wollen klar ist. Zu den Menschen, die nicht wollen, kann ich nicht sprechen. Das wäre verlorene Energie. Die würden mich als Belästigung empfinden, als akustische Beleidigung. Und die haben auch recht, die soll ja auch in Ruhe lassen. Wer nicht will, für den bin ich nicht gut. Ob Sie anfangen wollen, das können Sie hier feststellen. Sie haben ja alle angefangen, aber ob Sie richtig durchstarten wollen, das können Sie hier feststellen, deswegen Aufbruch. Und bei dem Durchhalten, da brauchen wir alle Werkzeuge, da brauchen wir Systeme, damit wir besser durchhalten. Hier haben wir eine Erdanziehung. Es ist wie bei einer Rakete. Eine Rakete geht von der Erde weg, durch die Schwerkraft, durch die Atmosphäre. Und wenn sie die Atmosphäre durchstochen hat da oben und in den Weltraum kommt, ins All, wie viel Kraft braucht sie dann noch? Sie braucht nur den Antrieb einmal und dann geht es ewig weiter. Was ist die Erdanziehung in unserem Leben? Es sind die Gewohnheiten, die wir jetzt haben und die Glaubenssätze, die wir jetzt haben. Die halten uns zurück. Die Glaubenssätze halten uns zurück, die Gewohnheiten halten uns zurück. Wenn wir das hinter uns gelassen haben, dann gehen wir durch die Decke. Wenn wir neue Glaubenssätze, neue Gewohnheiten haben, dann ist das Raumgeschwindigkeit. Zum Beispiel mit Geld, zum Beispiel mit Marketing. Das müssen wir wissen. Wenn das Routinen werden, geht es wie von alleine. Und dann können wir, wenn wir neue Glaubenssätze haben und wenn wir neue Gewohnheiten haben, dann können wir zweitens skalieren. Skalieren bedeutet auch wieder der exponentielle Wachstumsprozess. Faktor 10. Jeder von Ihnen, in jedem von Ihnen schlummert der Faktor 10. Das heißt, was Sie sich als Ziel setzen, können Sie 10-mal so groß machen, wenn Sie das machen. Neue Gewohnheiten, neue Glaubenssätze und dann skalieren. Ob ich sage, werde der Beste, der du sein kannst, ob ich sage, lebe deinen Traum, es hat immer damit zu tun, dass es da eine höhere, eine herrlichere Version von jedem von uns gibt. Und wenn wir die entdecken, hat es immer damit zu tun, dass wir unsere Glaubenssätze verändern und dass wir unsere Gewohnheiten verändern.